zur Sendung mit der Kunst. Das internationale Künstlerhaus Villa Concordia präsentiert Ihnen Einblicke, Ausblicke und Socken. Kunst als Gabe, der Künstler als Gebender, auch Empfangender. Der Bildhauer Dieter Fröhlich setzt auf Aktivierung des Betrachters. Dabei sagt er, Kunst ist nur für Schuldige. Das genaue Schauen, das immer auch einer gewissen Distanz bedarf, ist ihm wichtig. Sein Porträt in »Sie haben ihr Ziel erreicht«. In der Kunstsendung sehen wir verschiedene Arbeiten des Künstlers Dieter Fröhlich mit kulinarischem und sakralem Hintergrund. Das Geben, die Kommunion, das Gemeinsame in der Rezeption, aber auch das Empfangen sind seine Themen. Hallo, hallo, kommt das hier mal auf den Punkt? So oder ähnlich können Videokonferenzen mit großen Socken-Egos ablaufen. Fleiß und Schein klingeln durch. Eine Sammlerin und Liebhaberin von Malereien ist die Autorin Asta Scheib, die wir in München besuchen durften. Sie erzählt von ihrem Leben als Journalistin, Feministin und Freundin Rainer Werner Fassbinders. Wenn es bei ihr Ding-Dong klingelt, öffnet eine wahre Menschenfreundin. Die Sendung mit der Kunst. Begegnen, sprechen, sehen. Kunst drückt nichts aus in diesem Sinne, dieser dumme Spruch. Was wollte der Künstler damit ausdrücken? Ich drücke nichts aus außer einer Zahnpastatube. Was macht man denn eigentlich, wenn man hier so ankommt? Ich würde erst mal sagen, sich freuen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, einfach anzukommen. Meine Reisemadonna, die mich begleitet, wenn ich solche Unternehmungen wie dieses hier in der Villa Concordia mache. Und dieser Abguss einer romanischen Madonna, das ist meine Schmuddelmadonna. Weil in der Tat, ich habe sie 1991 gegossen und sie steht auch bei mir zu Hause. Und ab und an gehe ich tatsächlich hin und streichel ihr die Wange. Deswegen ist sie ein bisschen schmuddelig geworden. Aber mir gehört sie auch, ich darf das. Vor 30 Jahren habe ich angefangen, so wenn ich mal ab der Studienzeit rechne, Ende der Studienzeit. Und es sind eigentlich schon immer Dinge des Alltäglichen gewesen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und es hat sich natürlich gewandelt mittlerweile, auch eine große Affinität zum Sakralen vielleicht, wenn man es so denn nennen will, aber auch da im Grunde genommen auf einer Ebene, die relativ alltagstauglich ist. Zurzeit bin ich an einer Arbeit, ein Selbstporträt. Es werden die älteren Zuschauer wahrscheinlich noch kennen aus der Kirche, sowohl der katholischen wie der evangelischen. Missionssparbüchsen, die in Form eines, man darf es heute politisch korrekt nicht mehr sagen, aber sie hießen damals Nick-Neger, eine Missionssparbüchse, in die man Geld werfen konnte und der Protagonist, meist ein aus Pappmaché oder Holz gefertigter Mohr, nickte dann. So Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre erkannte man also diese diskriminierende Komponente daran und hat sie dann still und heimlich aus den Kirchen verbannt. Ich habe diesen Gedanken des Gabengebens aufgegriffen, den findet man viel in meiner Arbeit, dieses Gabengeben, und habe ein Selbstporträt nach diesem Vorbild dieser Missionssparbüchse gefertigt.
das ist immer eine große Krux bei meiner Plastik. Alle meine Plastiken oder fast alle meiner Plastiken implizieren die Möglichkeit des Handelns. Sei es, ich habe jetzt gerade im Sprengelmuseum eine Ausstellungsbeteiligung, da zeige ich eine große Tafel mit Tafellack gestrichen, wie diese Kinderpuzzles, wo man die einzelnen Erdteile rausnehmen kann. Und natürlich, die Besucher heute lassen es doch manchmal sehr an Respekt dem Objekt gegenüber fehlen. Und natürlich wollen Menschen das immer in die Hand nehmen. Mit großem Bedauern muss ich feststellen, dass diese heilsame Distanz zwischen Betrachterin und Objekt, Betrachter und Plastik immer weiter abnimmt. Aber nicht etwa als Erkenntnisgewinn. Im besten Falle würde man eins werden, wenn man denn jetzt ganz große Geschütze auffahren wollte. Sondern es ist einfach ein respektloses sich nähern, ohne nachzudenken. Und vor allen Dingen, das ist das Traurige daran, ohne Anschauung. Die Dinge sind ja erstmal zum Anschauen gemacht. Ich habe große Tische mit Geschirr eingedeckt und so weiter. Und immer wieder kommen die Leute und greifen es an. Und das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Durch dieses Angreifen werden auch die Dinge angegriffen. Ich wünschte mir sehr, aber es ist vergebene Liebesmühe und vergebenes Wünschen, dass das wieder eingeübt würde, auch in der Schule, auch in den Bildungseinrichtungen, diesen Abstand erst einmal zu wahren. Wenn man heute ins Museum geht und die armen Kinder, die da durchgeschleust werden, die haben alles andere meistens im Sinn, als sich diese Dinge da anzugucken. Das ist auch nichts für Kinder. Kunst ist nichts für Kinder. Im besten Falle, weil Kinder, wenn sie nicht verbildet sind, brauchen überhaupt keine Kunst. Sie brauchen musische Erziehung, sie brauchen Musikinstrumente, sie brauchen selbst Farben, sie brauchen alles andere, sie brauchen jemanden, der mit ihnen liest zum Beispiel. Und dann entwickelt sich etwas. Aber Kunst ist aus einem Manko entstanden, da bin ich mir sehr sicher. Kinder haben im besten Fall dieses Manko noch nicht. Sie sind unschuldig. Und Kunst ist nichts für Unschuldige, Kunst ist nur für Schuldige. Es macht weniger Freude, nur für sich selbst zu kochen. Die Erfüllung des Kochens ist immer, Gäste zu haben. Das ist ganz klar. Und so ist es mit meiner Restauration, so ist es auch entstanden. Ich hatte später mal zeitweise eine Vertretungsprofessur und dort durfte ich die Lehre natürlich auch freigestalten. Und so habe ich dann auch eine Klasse für Kochen gehabt. Und daraus hat sich dann das Projekt entwickelt, Restauration AAO, wie es bis heute heißt. AAO heißt am angegebenen Orte, also es kommt aus dem wissenschaftlichen Zitieren und will eigentlich verdeutlichen, dass diese Restauration zwar ein Restaurant ist, aber keinen festgesetzten Ort hat, keine Öffnungszeiten, sondern heute nennt man das Pop-up-Restaurant, glaube ich. Und das mache ich bis heute, jetzt leider, wie gesagt, pandemiebedingt, ruht es ein wenig und ich warte schon darauf, dass es wieder losgehen kann. Ich finde Sachen und ich könnte jetzt eigentlich nicht sagen, warum. Als ich hier eben ankam und gegenüber die Kirche sah, die obere Pfarre, diese hochgotische Kirche, und wenn man dann noch diese Kirche betritt und den Hochaltar sieht, für einen Protestanten wie mich aus Hannover, aus der norddeutschen Tiefebene, ist das sehr beeindruckend. Und ich weiß zum Beispiel, dass eben diese Vergoldung mit Sicherheit in einem meiner nächsten Arbeiten auftauchen wird. Da bin ich mir sehr sicher.
Mein Ein und Alles. Es ist aus einer großen Sammlung. Ich habe noch viel, viel mehr Bilder. Es hat ein befreundeter Maler, Münchner Maler, sein Künstlername ist Brumm, der hat es gemalt und das ist schon bestimmt jetzt über 20 Jahre her und der war ganz bekannt und ist dann aber ins Ausland gezogen. Also der lebt noch und malt noch und das ist eben von ihm und das hat er eigens für mich gemalt, dieses Bild. Ich war zunächst Journalistin und der Journalismus hat mich sehr fasziniert. Das war wirklich mein Beruf, mit Menschen reden, Menschen beobachten, Dinge analysieren, Geschehnisse. Also das hat mir große Freude gemacht und das habe ich auch mit einigem Erfolg gemacht. Das ist Wim Wenders. Der hat da seinen Film gedreht im Laufe der Zeit und da habe ich ein Interview gemacht. Das ist so typisch für meine Journalistenzeit, ne? Und es war in der Süddeutschen eine ganze Seite, ein toller Artikel. Und daraus hat sich dann das Schreiben entwickelt. Ich denke manchmal, dass Fassbinder viel damit zu tun hatte. Ich hatte mit ihm ein Interview gemacht und da hat er, ja, wir haben uns angefreundet. Also er hat auf jeden Fall das ausgesprochen. Er hat gesagt, Asta, du musst narrativ schreiben, du hast so viel Fantasie und ja, also da musste ich auch nicht groß überredet werden. Und Fassbinder hat persönlich mal zu mir gesagt, weißt du, ich bin aufgewachsen wie so ein Blümchen. Um mich hat sich keine Sau gekümmert. Ja? Und ich denke, wenn man das weiß, dann kann man auch verstehen, dass er so ein eigensinniger, aber großer Künstler geworden ist. Ja? Er musste ganz alleine mit sich zurechtkommen und ich glaube, das prägt einen Menschen. Ich glaube, dass er und ich sehr viele Ähnlichkeiten hatten, weil ich bin genauso wie ein Blümchen aufgewachsen. Ich hatte einen Stiefvater, den ich nicht mochte und der mich wahrscheinlich noch viel weniger mochte. Also ich hatte nicht diese sonnige Jugend, ne? Wie auch Fassbinder sie nicht hatte. Also es gab zwischen uns so ein unausgesprochenes Verstehen. Wir mochten einander einfach. Das bei Fassbinder wäre das eigentlich sehr notwendig gewesen, dass ich über ihn ganz persönlich mal geschrieben hätte, weil der wurde wirklich von den meisten Leuten völlig verkannt. Der hatte einen ganz schlechten Ruf. Als wir uns kennenlernten, also ich bin angerufen worden, Leute haben gesagt, arbeite bloß nicht mit dem Fassbinder und ich wurde vor dem gewarnt, es war geradezu lächerlich und dann habe ich auch gesagt, hört mal, ich bin alt genug, meine eigenen Erfahrungen zu machen, ja. Und ich war von ihm positiv beeindruckt, also ich mochte ihn sofort und vice versa, also wir haben uns richtig gut verstanden. Nachdem er langsame Tage, nachdem das gedreht war, wollte er unbedingt, dass ich mit ihm mitkomme,
in die USA. Da wollte er einen Stoff entwickeln. Und damals waren meine Söhne noch relativ klein und die haben das mitbekommen. Und dann hat mein Jüngster gesagt, Mama, nee, du fliegst nicht mit dem Fassbinder in die USA. Ich will nicht mit dem Papa allein zu Hause bleiben. Ja? Und das hat mich so berührt, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich kann meine Kinder, die sind noch zu klein, ich kann die nicht so für ein paar Monate jetzt allein lassen. Und das habe ich natürlich, ich hätte das natürlich gerne gemacht, aber meine Kinder waren mir immer wichtiger. Und das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber meine Kinder sind bis heute, also vom ersten Tag an, waren die für mich einfach die Nummer eins in meinem Leben. Ja, langsame Tage, das war eben der Umstand oder dem Umstand geschuldet, dass ich große Probleme hatte mit mir selber. Und ja, ich hatte Ängste, Komplexe und damit musste ich wirklich sehr kämpfen. Und bis ich dann draufgekommen bin, dass ich das ja auch benutzen kann. Und das war der Beginn meines Schreibens, also praktisch eine Selbstheilung. Also ich würde mal behaupten, dass meine Arbeiten nicht rein fiktiv sind. Ich hab immer so ein bisschen Boden gebraucht, also ich musste immer das Gefühl haben, da ist eine wirkliche Geschichte dahinter. Man kennt sich ja nicht aus in seinen Büchern. Plötzlich spürt sie, dass Luther wach ist, dass er sie anschaut. Sie sieht ihn auch an. Zwei einsame Menschen. Als Katharina seinen Blick nicht mehr aushält, senkt sie den Kopf, bis ihr Mund sacht seine Wange berührt. Sie bleibt über ihn geneigt, bis er seine Arme fest um sie schließt. Es ist ja so gewesen, dass Luther und sie, also beide zunächst mal kannten sich noch gar nicht, die hatten auf die war ein Kopfgeld ausgesetzt. Also wenn man, die Katharina ist ja aus dem Kloster entflohen und Luther ist ja auch geflohen und auf ihn war auch ein Kopfgeld ausgesetzt, aber auch auf geflüchtete Nonnen, wie das früher hieß, wenn die aus dem Kloster flüchteten, durfte die jeder umbringen, waren die vogelfrei. Und das war bei Katharina auch so. Katharina liegt still. Sie hört sein Herz. Sein gleichmäßiger Schlag hat etwas von der Ruhe, die an die Gestirne erinnert, an die Sterne des Nachthimmels mit ihrem immer gleichen Gang. In ihrer unbeirrbaren Ordnung ziehen sie ihre Bahn am Firmament. Sie sind eins mit der unendlichen Größe, die sie hält und schützt. Sie sind eins mit den unabänderlichen Gesetzen allen Lebens. Die Frauen waren wirklich in der Vergangenheit benachteiligt von der Gesellschaft. Also da kamen doch zuerst mal 5 Männer, bis man sich mit einer Frau beschäftigt hat. Und das hat mir auch nicht gepasst. Und nein, ich war absolut feministisch drauf. Also ich bin ein großer Leser. Also ich verschlinge jeden Tag 3 Zeitungen. Dazu Zeitschriften und Bücher sowieso. Und ich glaube, dass ich erfahren habe, es hat sich sehr viel geändert. Die Frauen spielen in dieser Gesellschaft schon jetzt eine entscheidende Rolle. Und die Männer haben sich verändert und lassen die Frauen machen. Unsere Gesellschaft, die wir heute haben, ist, glaube ich, die beste, die ich bisher erlebt habe.
glaube, dass Frauen heute schon, dass man sagen kann, die sind selbstbewusster als meine Generation. Das glaube ich sagen zu können, ja. Die schönste Auszeit in meinem Leben. Ich war im letzten Jahr da im Sommer und das war für mich eine Zeit, also jetzt flüchte ich mich mal wirklich ins Romanhafte, die wie so ein Diamant zwischen ganz normalen Steinen aufschimmert. Ja? Das war eine Zeit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich musste auch irgendwann drüber schreiben, diese innere und äußere Freiheit und das, dennoch die Anwesenheit sehr vieler junger Menschen, in dem Fall aus Slowenien, die sich mir geöffnet haben. Ich habe gedacht, ich werde da halt die Zeit allein verbringen, dass die jungen Leute da, so what, ja. Und dann standen die vor meiner Türe. Und hatten ein Buch von mir in Englisch. Das haben sie gelesen. Ja, und die wollten mit mir zusammen sein. Also das war die größte Überraschung meines Lebens. Und ich wollte da eigentlich was arbeiten. Ich habe keine Seite geschrieben. Ich bin immer mit denen zum Schwimmen, zum Wandern. Wir sind immer in Kneipen miteinander gesessen. Wir haben wirklich miteinander diese Zeit verbracht. Es war wirklich, ich muss auch die Direktorin und das ganze Büro, dass jeder Einzelne ist ein Solitär. Das sind so wunderbare Menschen, da ist man so geborgen. Die kümmern sich, ohne dass man es merkt. Also es war eine tolle Zeit. Sie merken, ich komme ins Schwärmen, ne? Also mich interessiert jeder Mensch erstmal, ganz egal woher er kommt und welcher Schicht er angehört. Für mich ist ein Mensch erstmal ein Mensch und damit sehr wichtig. Jeder Einzelne ist sehr wichtig und hat seine eigene Vita und seine eigenen Wünsche. Mich interessieren Menschen. Ich glaube, ich kann sagen, ich liebe Menschen. Fröhlich und Asta Scheib haben uns ihre Zeit geschenkt. Und was für ein Geschenk Zeit tatsächlich ist. Ein Stipendium in Bamberg kann für 5 oder 11 Monate ins Künstlerhaus führen und offensichtlich lange nachhallen. Wir freuen uns darüber. Damit alles gut am Laufen ist und bleibt, braucht es, wie überall, einwandfreie Kommunikation und Konnektivität. Und ehrlich, bei diesen Themen lernt man dann doch nie aus. Hallo Andreas, na, alles gut soweit? Ja, passt, danke. Gut, dann können wir heute mal drüber sprechen, wie es mit Fleiß und Schein weitergehen soll. Ja, das wäre schön, jetzt fehlt noch der Klaus. Warten. Ah. Nein, Mama, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss ja arbeiten. Oh, hallo. Hallo, Fleiß. Hallo. Hallo, Fleiß. Ist das jetzt... Ist das schon... Ja. Hallo zusammen. Entschuldigt. Diese Technik von heutzutage, das erinnert mich an die alten Fernschreiber. Ich habe ja damals ganze Romane über Fernschreiber geschrieben. Das waren Telegrafiegeräte zur Übermittlung von Nachrichten in reinster Schriftform. Ohne jegliches Bildmaterial, versteht sich. Professor. Es gab natürlich auch den Hellschreiber. Hey,
Sorry, Internet spinnt mal wieder. Hallo. Hallo. Ja, geil. Kriegen wir das heute nochmal irgendwie hin? Sorry, die Verbindung. So, jetzt aber. Gleich habe ich's. Gut, schön, dass ihr da seid. Hallo. Leute, ich muss arbeiten. Fleißig, deine Milch. Nein, Mama, ich trinke meine Milch später aus. Geh jetzt bitte aus meinem Büro raus. Da hat wohl jemand nicht ausgeschlafen. Das ist eine Waschkammer und kein Büro, mein Lieber. Okay. Hi. Wir fangen jetzt einfach an, sonst kommen wir jetzt zu keinem Punkt. Also, ich habe die Konferenz heute ein... Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt wartet doch mal. Gleich geht's bestimmt wieder. Nee, echt nicht. Na super. Jetzt, wo es bei mir geht. Na gut. Ciao. Was? Was? Halt mal! Na, irgendwie blöd jetzt. Mami, kannst du die Milch nochmal in die Mikro stellen?